Okay, weiter geht's mit dem Hardscape. Also ich fange von klein nach groß an. Ich habe hier einmal so feinen Garnelensand ist das von Dinnerle. Körnung kann ich gar nicht mal genau sagen, aber ist sehr, sehr fein. Dann habe ich hier No Name Keys. Das ist Körnung 0,3 bis 0,6. Hier habe ich Granitsteine aus dem Baumarkt. Super günstig, gut auswaschen. Die Dinger sind super, super staubig. Jo, und dann habe ich noch Mini-Landschaft in verschiedenen Größen. Bisschen größer, ne, aber auch kleine Stückchen. Jo, das bringe ich mal ein und schauen wir mal, was passiert. Mini-Landschaft, auch immer gut auswaschen. Ich finde, das riecht total interessant, ne? Nun gut, man kann hier das Fenster öffnen. Kein Problem. Okidoki, das tüdel ich jetzt mal da rein in die Möhre. Und dann schauen wir mal, hat er gesagt. Okidoki, ich habe fertig. Also man sieht die Mini-Landschaft hier so eher hinten aufgebaut. Und dann habe ich halt den ganzen Bodengrund eingegeben. Feineren Sand, gröberer Granitsplit. Jo. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Also mir gefällt es gut. Rückwandfolie mache ich mal vorerst keine. Und das Ganze hat auch eine gewisse Tiefenwirkung bekommen. Finde ich ganz nice. Jo, und jetzt geht's ans Bepflanzen. Das wird auch noch spannend. Allerdings mache ich das im nächsten Teil, sonst wird mir das zu lang. Ich stehe ja eher auf kurze, knackige Videos. Das ist eher so mein Ding. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann das nächste Video schauen, ne? Also, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Okay, ich habe mir überlegt, ich dokumentiere alles an dem kleinen Aquarium, was sich so ergibt. Ich habe ja hier an dem Filter so einen kleinen Schwamm hier reingesteckt, ne, damit der Durchfluss ein bisschen gedrosselt ist, weil mir das oben alles rausgesprudelt ist. Und man sieht, der holt hier schon Dreck raus, ne? Das Aquarium läuft jetzt 4 Stunden. Oh, das ist die erste Veränderung oder was sich getan hat. Oh, ich sehe gerade, Licht einschalten. Wäre vielleicht ganz nice. Tada! Jo, sorry für die Spiegelung, aber geht nicht anders. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier ist der kleine Blumentopf, wo es dann hier hochgeht zu der Hydrophila pinnatifida. Ja, und die leidet ein bisschen, ne? Also ich habe die gekauft und die waren so in einer Plastiktüte drin halt. Und die habe ich etwas geöffnet, ne, damit sie sich ein bisschen an die Umgebungstemperatur gewöhnt. Ne? Es ist mittlerweile ein bisschen Heizungsluft im Raum und jo, die lässt jetzt ein bisschen die Blätter hängen, aber nicht weiter schlimm. Ich habe die ja immer noch hier hinten, sieht man es, in der Steinwolle sitzen. Das habe ich ein bisschen gekürzt. Genau. Hier, das sieht noch alles gut aus. Das Moos hält die Wurzeln von der Anubias feucht. So soll das sein. Jo. Wie gesagt, jetzt 4 Stunden später. Und das Ganze sieht so aus. So, 6 Stunden später. So langsam wird es duster draußen. Und duster sieht es auch bei der Hygrophila pinnatifida aus. Ich warte jetzt mal bis morgen früh. Dann probiere ich
die Pflanze komplett runterzuschneiden. Vielleicht treibt sie neu aus. Wenn nicht, habe ich schon was parat, was ich stattdessen dann reinmache. Jo, und so sieht das Ganze jetzt aus. Leuchtet. Ja, ist klar, der LED-Streifen, lol, der geht nur bis ungefähr zur Mitte. Dann ist der Blumenkasten hier. Und dann kommt hier natürlich kein Licht mehr hin. Aber hier drüben ist ganz schön. Vielleicht hätten wir auch den Filter irgendwie da drunter tüdeln können, aber naja, naja. Jo, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es ganz schick. Kleines Aquascape, wenn man so will. Genau. Gut, warten wir mal bis morgen früh. Vielleicht mache ich noch ein paar Impressionen, wenn es ganz dunkel ist. Schauen wir mal. Letzte Aufnahme für heute, versprochen. Wie man sieht, es ist dunkel. Jo, und jetzt sieht man nochmal herrlich, dass die Lampe hier durch den Blumenkasten total eingeschränkt ist. Ne? Also hier kommt kaum Licht hin auf diese Seite. Jo, außer das Tageslicht halt. Aber sonst. Und die anderen Stellen ganz gut. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Da habe ich eine Mini-Coin unter den Filter gesetzt. Puh. Naja, da bleibt sie jetzt. Aber sonst, ja, was kann man sagen? Das Licht ist super kaltweiß. Gefällt mir gar nicht. Abwarten und Tee trinken. Und die Hygrophila pinnatifida. Momentchen, ich mache gerade das Licht an. Ah, ein bisschen besser sieht hier. Die wird nicht mehr zu retten sein, ne? Ah, war ja absehbar. Bei Anubias funktioniert das ganz gut, die dann emers zu halten. Bei der Hygrophila pinnatifida nicht. Dafür hier die Pangolino. Die steckt ja mit ihren Würzelchen im Wasser und ist von dem Moos umgeben. Das funktioniert gut. Jo, das Ganze steht ja hier auf einem nicen Recycle-Unterschrank. Und dass hier die Kabel rauskommen, kann ich nicht ändern, ne? Aber dass sie hier an der Seite runtergehen, das nervt mich, weil ich klotz so drauf. Nix gut. Das heißt, jo, ich lasse die einfach da hinten verschwinden. Ich lege die darüber und da hinten runter. Jo, auch negativ. Die USB-Kabel hier, die sind extrem kurz, ne? Also könnten etwas länger sein. Der Schrank ist nicht so sonderlich hoch. Aber naja. Gut, ja, wie gesagt, Plan B hier für die Hygrophila, die Pinnatifida habe ich. Habe ich auch schon da. Trotzdem gebe ich der Pflanze hier, ja, sagen wir noch 2 Tage. Wirklich was bessern wird sich nicht. Schneid sie danach runter, probier es dann weiter. Jo, vielleicht treibt sie nochmal aus. Wenn nicht, dann kommt hier was Neues rein. Okay. Ich mache das Licht nochmal aus, damit wir das Ding in voller Pracht genießen können. Und jo, damit verabschiede ich mich. Im nächsten Teil geht es dann weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann!